Hallo an meinem Basteltisch. Ja, wird Zeit, dass ich mal wieder was mache, wa? Oder? Aber das war hier so warm, sag ich euch. Also nicht auszuhalten. Ich hoffe, ihr habt die Hitze irgendwie gut überstanden. Ich fand das richtig schlimm. Ja, ist jetzt nicht so, dass ja nichts hier entstanden ist. Aber das hatte ich euch alles schon gezeigt. Ich zeige euch mal, was ich nämlich gemacht habe. Von diesen Dingern hier. Hier habe ich euch ja was gezeigt. Da sind ganz viele noch entstanden. Bup, 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 bup. Ich habe jetzt 8 Stück so eine Dinger. So, und ja, Massenproduktion. Briefumschläge weg und Blätter weg. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass Blätter weg sind, für mich jedenfalls. Und ja, die Dinger sehen eigentlich alle fast so ähnlich aus wie das, was ich euch gezeigt hatte. Und ich möchte eigentlich jetzt noch mal ein bisschen was für das Würfelweekend machen. Ist ja schon das von letzter Woche. Ich bin noch nicht so richtig dazu gekommen, beziehungsweise ich habe hier was gemacht hier drinne. Dieses hatte ich euch ja gezeigt und habe dann hier mal so was gemacht. Ne? Diese eine Karte, die hier mit drinne war, da habe ich dieses Stempelset hier ausprobiert und auch mal die Stanze. Für mich ist es ja ganz ungewöhnlich, dass ich mal eine Stanze benutze, die irgendwie so die Umrisse ausstanzt, weil normalerweise schneide ich das einfach aus. Ja. So, jetzt ist Würfelweekend, Themen Freude, Jahreszeit geschrieben, Schnipsel. Also, Freude hoffe ich ja, die Dinger, wenn die mal irgendwo ankommen, wenn ich die verschicke, dass die irgendwie Freude bereiten. Jahreszeit wäre bei mir Sommer. Geschrieben ist eigentlich nichts, weil, ich schreibe dann auf die Karte hinterher was drauf. Und Schnipseln habe ich ein bisschen was verwendet. So, also das war ja nur ein bisschen, um es zu probieren. Ja, ihr seht schon, hier ist ein bisschen was noch, hat sich verändert. Ich habe nämlich jetzt so bestimmte Sachen rausgesucht aus irgendwelchen Zeitschriften, die ich noch hatte, und habe gedacht, ach, klebst du mal drauf, ist ein bisschen hässlich, wenn das alles so einzeln ist. Hier zum Beispiel habe ich auch was gefunden, das war ja mal von Danny Poison, Giveaway, ja, und die habe ich gefunden in eben so einem Sanitärmagazin und fand die auch total schön. Die sind jetzt hier rüngeklebt, das ist also fertig. Dann haben wir noch eins, das habe ich auch schon fertig gemacht. Hier habe ich so richtig, ne, seht ihr schon, Wasserfall, grün. Hier ist auch sowas, glaube ich, drauf. Genau, so ein bisschen sowas. Und dazu jetzt diese Karte. So, die ist, passt eigentlich auch mit ein bisschen dazu. Also, Jahreszeit, ja, Sommer, würde ich sagen. Geschrieben habe ich hier nur Text da so ein bisschen was genommen. Schnipsel habe ich auf alle Fälle genommen. Und eine kleine Blüte und hier ist noch ein bisschen Faden dran. Ne? So, das ist jetzt auch so eine kleine Karte. Und die werde ich dann immer beschreiben, wenn ich die Dinger wegschicke. So war meine Idee. Und jetzt könnten wir irgendwie bei einer anderen vielleicht weitermachen. Nicht gerade bei der blauen hier. Weil für blau habe ich jetzt nicht. Ihr seht, da habe ich auch schon ein bisschen was drin geklebt. Und hier habe ich auch was gefunden. Ja. Für blau habe ich jetzt nichts rausgesucht. Aber für so eine anderen, die hier irgendwie so was Buntes haben. So ein bisschen was mit grün wäre gut. Ja, und das zum Beispiel. Ja, und zwar. Die Karten, wie gesagt, die sind ja alle schon drin. Das ist hier mal ein bisschen anders. Seht ihr? Da ist hier vorne diese doppelte zum Aufmachen. Hier habe ich auch noch eine Strophe geklebt. Könnte ich aber noch machen, wenn ich Lust habe. Dann ist nämlich hier dieses Bellyband. Und die Karte kommt erst hier zum Schluss. So, und die nehmen wir uns jetzt mal raus. Und ich habe mir gedacht, nochmal gucken. Also Freude, hoffentlich hat das jemand, wenn er das kriegt. So, dann habe ich hier schon mal vorbereitet. Das sind so diese von dem Sketchpad. Die finde ich eigentlich ganz witzig. Und so ein abgerissenes Stück habe ich hier noch. Dann habe ich schon rausgesucht Schnipsel. So, und zwar liegen hier schon neben mir so ein paar Schnipsel. Und da ist ja auch geschriebenes dabei. So, gucken wir mal. Ditte. Ja, denn als wichtigstes eigentlich wäre ja noch was gestempeltes von mir. Dieses Stempelset hier habe ich nämlich, da habe ich ja das eine schon auf der einen Karte gemacht und jetzt will ich diese beiden hier, also mal das oder mal das nehmen. Das heißt, das stempeln wir jetzt mal. Das erste hatte ich mit dem ganz dunklen, wobei das vielleicht fast ein bisschen zu dunkel ist. Ich habe ja auch noch diese, das möchte ich mal ausprobieren. So, ich habe mir jetzt schon ein Stück zurechtgelegt hier. Wir stempeln das mal hier mal erstmal ab. Und gucken wir. Ja, und die muss ich jetzt natürlich ausschneiden, da habe ich jetzt keine Stanzen zubestellt. Also, weil wie gesagt, ne, eigentlich mache ich das immer nicht so wirklich. Bei den anderen Stanzen ging es auch nicht um die Stempelstanzen, sage ich mal, sondern um die anderen, die da noch mit bei sind. So, ja, das sieht doch ja nicht schlecht aus. Kann man das hier raufkleben? Ja.
Ist eigentlich ja nicht so übel, wa? Auch mit der Farbe. Wollen wir es gleich normal stempeln? Dann passt nur noch. Ja, es passt dann nur noch so ein kleines hin. Wir könnten sie auch noch mal mit der anderen. Jo, ich mache das noch mal eben mal mit der anderen Farbe. Gucken wir mal, wie das aussieht. Einfach nur, um die Farbe zu sehen. So. Ja, ist auch schön, oder? Sehen bitte gut aus. Ist ja hier so Rainforest war das erste und das andere. Was ist das? Shady Lane. Shady Lane, genau. Shady Lane, okay. Ja. So. Jetzt ist das Lustigste, ich muss das jetzt hier ausschneiden. Also da braucht er jetzt, glaube ich, nicht dabei sein, wa? So, dann kann ich ja weitergehen. Ich würde jetzt sagen, ich nehme das dunklere, weil das hellere fällt mir dazu jetzt doch nicht so ernst. So, dann gucken wir mal. Also, ich habe ja hier so Schnipsel. Ist das schon ein bisschen was? Die sind eigentlich, ich habe hier noch kleinere, wartet mal. Da müssen wir nicht die großen nehmen. Hier sowas. Das ist ja so schlimm. Ich habe so viele Schnipsel aufgehoben. So, was haben wir noch? Hier ist noch irgendwas. So. Mal gucken, wie wir das zusammenkleben. Vielleicht unten sowas hier. So. Dann haben wir hier das Geschriebene. Da reißen wir das auch noch mal ein bisschen klein. So. Also hier bin ich ja jetzt wirklich so, dass ich dann irgendwas aufeinander klebe, ja? So ein bisschen ohne Sinn und Verstand kleben wir jetzt einfach was durcheinander. Das hier finde ich auch schön. Das ist von so einer, irgend so einer Verpackung ist das. So, mal gucken. Zack, 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 zack. Ja, und die müssen wir jetzt irgendwie alle irgendwie aufeinander kleben. Ach hier, das ist ja viel besser. Da ist ja viel mehr Schrift drauf. Ups. Ah. Ja, genau, auf dem Ding hier auch. Also, kleben wir das hier einfach mal alles irgendwie zusammen. Was ist jetzt? Habe ich na ja kein Stücke Band oder sowas hier. Das wäre ja auch noch irgendwie schön gewesen, wa? So. Das hatte mir an die Uhr gefallen. Mit so ein bisschen Band oder einfach übrig gebliebener Faden oder sowas. Aber hier liegt jetzt gerade keiner. Habe ich alles schön weggepackt, aber hier liegt so ein Stück Bast. So, mal gucken. Kann man davon was abschneiden? So irgendwie, so Stücken? Der ist ja mal so spröde. Oh. Aber das ist ja nicht schlecht, oder? So Bast ist immer was Schönes. Ach, oh, komm her hier. Bloß das einzige Doofe ist, wenn der irgendwie hier gebogen ist, dann hat er ein Problem. So. Dann könnten wir hier noch ein bisschen einen großen Punkt in der Mitte machen. So. Und dieses Bast darin zimmern. Kurz noch oben drauf. Ja. Mal gucken, ob das alles so hält, wie ich mir das so vorstelle. Ja. Ja, und ein Ding steht jetzt nach oben. So, das müsste eigentlich auch noch irgendwo hin. So, festgeklebt. Das kann eigentlich hier unten runter. Ja, das machen wir. Das kleben wir da unten runter. Ja, Moment. Ups. Weggehüpft. So, und jetzt müssen wir das alles da aufkleben. So. Das ist ja dann wie so eine Art Blumentopf oder sowas für dieses Ding. So, das heißt also, ich klebe das hier irgendwo hin. Achso, jetzt muss ich mal noch überlegen. Ich wollte irgendwo eine Schrift hinbringen. So wie auf dem anderen. Oh.
Klebefinger. Halt schon wieder, jetzt schon wieder los. So, wartet mal. Bei dem anderen hatte ich ja Joy. Ich habe nämlich hier so Stempel. Da sind welche drauf von Flamingo. Ich hoffe, dass die mir die nicht runterfallen. Ups, doch, fällt runter hier unten. Life Magic Wish. Was machen wir? Wish. Joy Create ist so lang. Live ist auch nicht schlecht, wa? Nehmen wir mal live, ja. Karte Beam ist wieder runtergefallen. Das klickt nicht mehr richtig. So, genau, live. Jetzt gucken wir mal. Das hätte ich gerne hier auf sowas aufgestempelt. Und wir können ja das auch mit dem Dunkelgrün mal machen, wa? Das sieht ja auf Packpapier bestimmt auch aus wie schwarz eigentlich. Aber passt das hier noch? Nee, da ist es ein bisschen zu futzelig. Hier passt es drauf. Schneiden wir das. Ach, siehst du? Super. Das ist doch nicht schlecht, wa? Das können wir gleich abmachen da so ein bisschen noch. So ein bisschen. So ein bisschen was abreißen hier. Jetzt hat schon wieder Kleber an der Hände. Das macht sich dann immer doof, wenn man das festhält. Dann neigt es dazu, an der Hand anzukleben. Das war nicht Sinn der Sache. Ja, so ist es schön. Das gefällt mir. So. Dann müssen wir das jetzt alles irgendwie aufkleben. So. Gut, okay. Also kleben wir das hier erstmal auf. Ja, ich habe ja jetzt eigentlich ein bisschen Urlaub so gehabt die Woche. Aber ich sag euch, ich habe fast ja nichts geschafft. Ich wollte mir so viel, oder naja, ich hatte mir so viel vorgenommen, so wie das immer ist. Aufräumen. Es gibt so Ecken in meiner Wohnung, die habe ich bestimmt schon Ewigkeiten her angeguckt. Darum wollte ich mich eigentlich kümmern, aber geht nicht, siehst du. Ich weiß auch nicht. Ich merke dann immer jedes Mal, wenn mir sowas passiert, dass ich eigentlich doch ein bisschen mehr Erholung brauche, als ich eigentlich denke. So, kleben wir das hier alles auf. Mal sehen. Ja, und ich hoffe, das reicht jetzt erstmal. Also, was heißt hier, ich hoffe, ne? Ihr wisst das, ich denke schon, dass es für diese Sache erstmal reicht. So. Und dieses Live kleben wir hier an der Seite hin. So, ein bisschen schräg. Und jetzt hatte ich natürlich da oben drauf gerne noch irgendeine Blume oder sowas. Hier, an der Stelle. Und ich hatte mir da irgendwann so ein Buch angeschafft vom Amazon. Journal Ledger Sticker Book. So. Da sind ganz viel, wirklich alle Sticker. Also das sind Seiten, die sehen nicht aus wie ein Sticker, aber die sind alle so selbstklebende Dinger. Das heißt, man muss die alle schön ausschneiden. Und da kann man natürlich hier, guckt mal, super kleine Blüten auch drauf. Eine hatte ich ja da schon ausgeschnitten. Hier so, ne? Können wir das jetzt auch drauf machen? Ich muss mal kurz gucken, wie diese. Nee, hier sind Rosen drauf, wa? Genau. Man könnte da eigentlich am besten eine Rose drauf machen. Mal gucken, haben wir hier irgendwas drin? Also eine die große Kirschen, guckt mal. Auch nicht schlecht. Ja, die ist zu groß hier. Also hier sind wirklich total viele Sachen drin, in allen Farben. Das ist echt schön. Und auch wieder sowas, was man wahrscheinlich nie in seinem Leben aufbrauchen kann. Hier ist eine kleine Rose. Die würde ganz gut passen. Wa? Kann ich die darauf kleben? Ich glaube ja. So. Mal die mal einfach mal hier so ausschneiden. Ja, sind auch schöne Sprüche drauf. Allerdings auch manche sehr, sehr klein, dass man es kaum lesen kann. So. Dann machen wir das hier mal. Ich schneide das jetzt auch noch mal kurz aus hier. Dauert ja nicht lange. Das ist irgendwann das, ne? Ich versuche immer nicht so viele Stempel mit Stanzen zu kaufen, weil ich bin mit dem Ausschneiden meistens schneller fertig, als ich die Stanze da angelegt habe. Weil mir das so kompliziert finde. Meistens schaffe ich das nicht, dass denn der Rand überall gleich ist. So, haben wir das auch. Dann können wir die da oben noch aufkleben. Moment. Da brauchen wir hier diese Pike, um das abzuziehen. Die sind auch ziemlich ein bisschen durchsichtig, diese Sticker hier.
macht er gleich, aber das ist trotzdem ganz schick. So, dann kleben wir sie hier so hin. So, dann klebt er jetzt noch eine Rose drauf. Also steht für Sommer. Gucken wir nochmal nach. Also, wir haben Freude. Wie gesagt, Freude, denke ich mal. Ich schreibe da noch was hinten drauf und hoffe, dass sich irgendjemand freut, wenn er dieses Ding hier kriegt. So, Jahreszeit, sag ich mal, ist Sommer. Geschrieben habe ich hier nur Schrift hinten im Hintergrund und Schnipsel sind das alles. So, damit habe ich das jetzt eigentlich erledigt, denke ich mal. So, dann kann ich jetzt hier diese anderen Dinger nochmal fertig machen. Da werde ich auf viele Sachen so in der Form irgendwelche kleinen Karten machen und die mit darin packen. So, das war es jetzt erstmal für dieses kleine Video. Vielleicht schaffe ich es heute oder morgen nochmal irgendwie was anderes zu machen. Dann müsste mal ein bisschen Karten machen. Da hätte ich Spaß dran. Aber wie gesagt, wenn es hier so warm ist, dann habe ich da nicht ganz richtig Lust zu. So, ich wünsche euch was und bis zum nächsten Video. Tschüss.